Seid gegrüßt. Heute habe ich wieder was Leckeres, eine ungarische Mettwurst. Natürlich nach Grabowski, alles klar. Was brauche ich alles an Fleisch dafür? Ihr könnt Schulterfleisch nehmen, ich habe jetzt hier Kotelettfleisch genommen und Schweinebauch. Ihr könnt auch Rückenspeck nehmen, also Schweinerückenspeck, das liegt an euch. Ich habe das jetzt hier wieder gewählt, Kotelettstück, weil es im Angebot war. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt bearbeiten und dann geht es weiter. Und nächster Schritt. Mit den Knochen habe ich kleiner gemacht. Ihr könnt es auch größer lassen, dann mache ich eine Brühe draus. Hier habe ich die Sehnenstücke vom Kotelett. Die nehme ich für die Brühwurst, friere ich mir natürlich ein das Ganze. Und wenn ich es brauche, hole ich es mir dementsprechend dann raus. So, die beiden Sachen gebe ich jetzt in eine Schale. Meine Gewürze habe ich dazu schon abgewogen. Und weiter geht's. Da gebe ich jetzt meine Gewürze rüber. Ganz schön vermengen. So, und jetzt ab durch den Fleischwolf. Ich habe hier eine 5 mm Scheibe drin, ihr könnt auch nur 3 mm Scheibe nehmen, das liegt an euch. Ich möchte es etwas grober haben. Dann wollte ich mal das Ganze durchlassen. Wenn ihr das nicht so hinkriegt, dann nehmt ruhig eine größere Schale, dann geht das auch besser drin. So, dann probiere ich gleich nochmal das Ganze. Wird für gut befunden und jetzt ab in den Füller. Habe die Masse in meinen Trichter getan, einen Darm aufgezogen, das ist ein Schweindarm 2830. Ja, dann geht's los. Allzu viel habe ich nicht gemacht, das habt ihr auch gesehen. Gerade wenn man es alleine einfüllt, greife ich immer nach. So, das war's schon. Das werden jetzt zwei schöne Würste. Mal schön vorsichtig drücken. Luft raus.
Knoten rein. Und fertig. Jetzt geht's weiter. Da es im Sommer immer relativ warm ist und die Würste sehr schnell trocknen, das will ich natürlich nicht. Ich möchte, dass sie sehr schnell, langsam umröten, nicht schnell umröten. Deswegen habe ich mir jetzt eine Lake gemacht, eine 4%ige mit Nitritpökelsalz. Immer das, was ich verwende in der Wurst, nehme ich dann noch als Lake. Es ist lauwarmes Wasser, also ca. 30 Grad, löst sich das Salz auch gut auf. Und da kommt jetzt die Wurst rein gleich und stellt sie dann einfach im dunklen Raum und zugedeckt. Wo ihr, was ihr sich einen kühlsten Raum habt, Badezimmer oder wo auch immer. Bei mir ist es, da ich unter dem Dach wohne, kühlster Raum im Badezimmer, mache ich Deckel drauf, stelle es mir unter eine Seite. Oder in der Küche geht es auch noch. So, jetzt kann sie schön langsam umröten und da bleibt sie jetzt circa 24 Stunden drin und wenn es dann soweit ist, melde ich mich. Habe sie 24 Stunden in der Lake gelassen, rausgenommen aus der Lake, einfach nur kurz in kaltes Wasser eingetaucht, habe sie dann so aufgehängt, ohne sie abzutrocknen, dass sie langsam vor sich hin trocknen und dann habe ich festgestellt, sie reift jetzt sehr schön. Ich habe sie hier schon 2 Tage jetzt hängen. Trocknet langsam vor sich hin. Und da sie eine schöne Farbe haben und da ich so und so nicht so auf Rauch stehe, auf starken Rauch, habe ich mir gedacht, dann brauche ich sie auch nicht zu räuchern. Ich lasse sie jetzt nochmal schön mindestens 2-3 Tage vor sich hin reifen. Und wenn ich der Meinung bin, sie sind soweit, dann zeige ich sie euch. Da sieht die nicht gut aus. Die sieht nicht nur gut aus, die ist auch lecker. Wo ich sie aus der Lake rausgenommen habe, habe ich sie noch 4 Tage langsam vor sich hin trocknen lassen. Sie ist jetzt wie so eine Mettwurst. Die originale sieht etwas anders aus. Sie ist meistens kreisförmig in einem Sterildarm, der räucherbar ist. Die Wurst ist aber so eine Art Mettwurst. Die genaue Definition steht unter meinem Video, unter Beschreibung. Da gebe ich euch mal so ein paar Links, was ihr über diese Wurst wissen müsst oder solltet. Mal gucken, vielleicht finde ich auch noch etwas über Kalkräuchern, das ich euch da zwischendurch noch einblenden kann. Ich werde versuchen, danach, wenn ich es jetzt probiert habe, kommt noch so ein kleiner Vortrag, euch noch mal ein bisschen was darüber zu erzählen, aber der Rest steht meistens dann unter dem Video unter Beschreibung. Ich schneide sie jetzt einfach mal an. Sie sieht top aus, hat keine Trockenränder, ist dünn, nicht hohl, ist wunderbar gereift. Wie gesagt, das kam jetzt auch durch die Lake. Indem ich sie da reingelegt habe, kann sie drin langsam reifen und umröten. Und wenn ich sie dann raushole, ist sie noch nass. Und wenn man nicht zu viel Hitze darauf eingeht, das heißt so 24 Grad Wärme ist noch okay, dann kann sie langsam trocknen. Etwas hohe Luftfeuchtigkeit ist meist dann so dabei. Man muss so ein bisschen aufpassen. Wenn man merkt, dass sie zu schnell trocknet, dann muss sie eben vom besten Kühlschrank. Aber ihr seht, nach 4 Tagen ist sie top. Ich probiere sie jetzt auch noch mal kurz. Glaubt es oder glaubt es nicht? Sie ist einfach lecker. Okay. Noch mal kurz was über die Mettwurst und Lake. Es ist so, dass es passiert, dass die Wurst mindestens 2% oder aber auch 3% an Salz aufnimmt von der Lake. Ihr kriegt diese
Salzgehalt wieder raus, indem er sie raus, aus der Lage rausnimmt und in normales lauwarmes Wasser reinlegt, für eine Stunde circa sie dann rausnimmt und dann ohne sie abzutrocknen einfach aufhängt und sie langsam trocknen lassen. Das Schöne ist dabei, durch die Lake kann man auch im Sommer schön was Gutes herstellen. Hier bei mir unter dem Dach ist es natürlich wieder extrem warm. Das zeigt doch schon mal ein roter Kopf. Deswegen arbeite ich auch ganz gerne mit einer Lake. Und diese Wurst ist hier noch, hat keine Trockenränder. Klar hat sich ein bisschen Flüssigkeit rausgezogen, ist so klar ein bisschen schrumpelig, aber hat noch eine schöne Konsistenz, etwas weich, etwas und schmeckt super. Wenn sie dann soweit ist, einfach in den Kühlschrank legen, ihr könnt es auch Vakuum ziehen, wie auch immer, ihr könnt es auch einfrieren, probiert es einfach mal aus. Die ist lecker und jetzt sage ich einfach mal, ciao, euer Micha, Wiesel Butze, ciao.